Also ich glaube, diesen Mann haben wir so am Samstag ein bisschen, also der ist so ein bisschen hinten dran, weil es ein sehr ruhiger Mensch. Da kommt aus Bayern, glaube ich. Ne? Ich begrüße ganz recht herzlich unseren Trainer. Hat keine Nummer. Also, zu diesem Mann brauche ich nichts zu sagen, ehemaliger Kapitän, glaube ich sogar, ne? Da war ich noch so ein Pöpfke hier, weißt du, also, so, ne? So, ich bin noch 5 cm gewachsen, damals, wo er noch hier war. Ich kann mich genau daran erinnern. Hat immer ein leckeres Bier getrunken. Immer nur eins. So, ich will jetzt gar nichts reden, weil die Worte gehören jetzt Jürgen, ich gebe dir das Mikro, der Patrick macht da so ein bisschen, viel Spaß. Wollen wir nochmal richtig begrüßen? Also das ist euer Erfolgscoach, das ist Jürgen! Jürgen, ich habe dich eben schon gefragt, also du siehst recht fit aus für 3 Tage durchfeiern, Respekt! Äußerlich schaue ich sehr gut aus, innerlich, oder ich fühle mich relativ alt jetzt, aber ich habe einfach nicht so viel gefeiert, weil ich glaube, die Mannschaft hat es verdient, die hat wirklich Gas gegeben und das muss man auch. Wir haben auch so viel verzichtet jetzt die letzten Wochen, Monate, von daher haben wir es auch verdient. Also wir haben ein paar Einblicke ja gehabt und gesehen in Videos, die ja auch durchs Internet kursieren. Was war aber, das haben wir nicht gesehen, unmittelbar nach Spielende, was war in der Kabine? Verrat mal so ein paar Geheimnisse. Ja, ich denke, es war einfach Freude pur und die Erleichterung hat man viel angemerkt. Und es war einfach Top-Stimmung und super Atmosphäre, gelöste Atmosphäre und einfach nur Freude. Wir sprechen über Eishockey Oberliga. Hier ist ein Oberligist aufgestiegen in die zweite Liga. Jetzt schau dir dieses Publikum hier vor dir an. Das sind mehr Leute, die sich jetzt hier unmittelbar vor einer Halle befinden, als die meisten Oberligisten in einer Halle haben, wenn sie Eishockey spielen. Und der für uns nicht vergessen, wir sind ja eigentlich absolute Oberligameister, weil wir sind ja vor Frankfurt. Ja, absolut. Ich meine, das war damals als Spieler schon wichtig, dass man gerade gegen Frankfurt immer die Spiele auch gewinnt. Heute ist uns nicht so oft gelungen, aber im Endeffekt zählt, was am Schluss rauskommt. Und wir sind jetzt einfach in der Tabelle vor Frankfurt und das ist das, was zählt. Ich habe zum Einstieg vorhin noch mit den Fans schon drüber gesprochen, über die Saison und habe ganz ehrlich gesagt, ich hatte zwischendurch durchaus auch mal Bedenken, dass das möglicherweise nicht klappen könnte. Die Vorrunde war zäh, okay, es war zum dritten Mal in Folge eine Oberliga-Saison, da ist die Motivation wahrscheinlich auch nicht immer ganz so einfach. Hast du irgendwann mal in der Saison auch das Gefühl gehabt, okay, das könnte schief gehen? Nein, überhaupt nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich hat es Spiele oder Momente gegeben, wo Stritt oder gefährlich waren. Aber im Grunde war ich selber Spieler und ich weiß, wie das ist, wenn man vielleicht zum vierten Mal nach Ham fährt, ohne den jetzt zu nahe zu treten oder nach Herne. Ich war heuer sowieso im Stadion, wo ich gesagt habe, ja, jetzt bin ich wirklich lange im Eishockey-Geschäft, aber da war ich wirklich noch nicht. Aber wir hatten uns immer überragend unterstützt, egal ob wir jetzt nach Erfurt oder nach Rostock gefahren sind, da war es immer dabei und ihr habt uns unheimlich viel geholfen und vielen Dank dafür. Ein Kompliment an euch. Jetzt im Nachgang wird immer wieder über einzelne Spiele so gesprochen, unter anderem eben auch über diese Niederlage in Herne. War die möglicherweise, obwohl ihr da verloren habt, ja, hilfreich, weil dann doch die Mannschaft gemerkt hat, jetzt kann es da doch schief gehen. Ja gut, jetzt kann man sagen, was lehrreich damals, wenn man denkt, glaube ich, an das Spiel gegen Duisburg zurückdenkt, zu Hause 59 oder 58, 50, bis dann das erlösende 1:1 fällt. Ich glaube, das war, ja, im Nachhinein haben wir das Glück uns auch ein bisschen erarbeitet. Aber wie wir dann vor allem in der Aufstiegsrunde aufgetreten sind, ich glaube, da hat man gesehen, welche Qualität die Mannschaft hat. Und vor allem sind wir als Mannschaft aufgetreten und haben wirklich gleich von Anfang an zu erkennen gegeben, dass wir nur ein Ziel haben, das war der Aufstieg und das ist uns gelungen. Also
Also ohne Zweifel ist es eine Mannschaft, die mit sehr viel Talent gesegnet ist. Aber wenn wir uns jetzt auch nochmal in die Köpfe der einzelnen Spieler hineinversetzen, du bist ja auch gekommen im Dezember, hast dann diese schwierige Phase ja selbst auch erlebt für dich selbst. Du denkst auch, du kommst hierher, willst was erreichen und hoppla, plötzlich meldet der Arbeitgeber Insolvenzverfahren an. Du bist jahrelang auch Spieler gewesen. Das hätte ja auch eine Situation sein können, wo die Spieler dann sagen, ohne dass man ihnen eine Söldnermentalität unterstellen muss, okay, jetzt fällt die Motivation schwer. Warum ging es weiter? Ich denke einfach, wichtig war, dass wir da schnelle Antworten bekommen haben von der Frau Rühlin. Die hat uns da gleich gesagt, wie es weitergeht und auch die Sicherheit gegeben, dass eigentlich das Finanzielle erst einmal bis zum Ende der Saison abgesichert ist. Das war für uns wichtig. Und ja, wir wollten, ich denke, wenn man die Atmosphäre hier erlebt hat, gerade in der Aufstiegsrunde, ich glaube, da braucht man oft gar keine Motivation zusätzlich, weil da wollte ich selber noch aufs Eis gehen. Das war so beeindruckend, wie er uns da nach vorne gepeitscht hat. Und die Mannschaft waren ja zu 80% auch letztes Jahr vielleicht dabei, wo sie es im Finale dann verloren haben. Und man hat heute auch heute einfach gemerkt, die wollten unbedingt ja, in die zweite Liga und dementsprechend sind wir, oder? Bin ich stolz, was sie geleistet haben. Auf alle, da gehören alle dazu, alle, die da mitgeholfen haben. Das sind auch die, sage ich mal, die, wo wir mich immer unterstützt haben, das Medienteam mit den Videos oder die Statistiker oder auch die Geschäftsstelle, das sind unsere Betreuer, das Ärzteteam, Physioteam, alle sind da unheimlich wichtig. Wir haben alle dazu beigetragen, genauso wie ihr natürlich. Ihr habt uns da vorne getragen auch. Und das muss ich wirklich euch sehr groß anerkennen. Ihr habt uns immer unterstützt, auch wenn es nicht gelaufen ist. Ihr wart ja in vielen Stadien dabei und ich muss sagen, unglaublich, was ihr geleistet habt und vielen Dank nochmal dafür. Wir haben natürlich auch versucht, jemanden hier heute auf die Bühne zu bewegen, der möglicherweise etwas sagen kann, wie es weitergeht. Ist ja klar. Ich finde aber schon bemerkenswert, dass die Dame, über die Jürgen eben gesprochen hat, überhaupt hier ist. Ich will jetzt nicht sagen, wo sie ist, aber sie ist unter euch. Und das habt ihr letztlich bewegt, weil sie hat schon ein paar Mal gesagt, dass sie als Insolvenzverwalterin sowas noch nie erlebt hat. Ja, also sie war zweimal hier und ihr habt sie so begeistert, dass sie gesagt hat, okay, dafür lohnt es sich einfach zu kämpfen und weiter zu kämpfen. Und ich soll, ich zitiere sie jetzt nicht wörtlich, aber sinngemäß, euch mitteilen, dass das auch weiterhin so der Fall ist. Sie kämpft für die Kassel Huskies und ich soll das zumindest euch auch mit auf den Weg geben. Es wird in der nächsten Woche Gespräche geben, wie auch immer, vorentscheidend, entscheidend. Das wollte sie jetzt nicht sagen. Es wird aber Gespräche geben, die durchaus wichtig sind. Also es schaut da schon sehr gut aus, dass es irgendwie weitergeht. Gibt es von deiner Seite aus, von der Seite der Mannschaft aus, ja, ernste Zweifel, dass es weitergehen kann nach dem Aufstieg? Also zweifeln tue ich nicht daran. Ich bin sowieso ein positiver Mensch und ich sage ja so, wie wir uns hier präsentiert haben als Einheit, das war ja der Slogan, gemeinsam sind wir stark und ich glaube, das ist unsere Stärke und das wollen wir auch nächstes Jahr zeigen. Jetzt ist es ganz schwer darüber zu sprechen, wie die Mannschaft nächstes Jahr aussehen wird. Das lassen wir jetzt auch weg, weil das kommt dann irgendwann später. Sprechen wir aber über deinen konkreten Fall. Für dich selbst kannst du ja sprechen. Du hast einen Vertrag hier unterschrieben, allerdings noch mit der KHBG. Der sah die Option vor, oder sieht die Option vor, dass im Aufstiegsfall sich der Vertrag verlängert. Verlängert er sich jetzt? Natürlich. Der Gültigkeit muss man dann nur schauen, wie das läuft. Wollen wir einfach mal abstimmen, ja, unter euch? Also, wer ist dafür, dass Jürgen Rumrich nicht in Kassel bleibt? Ein Löwenfan. Also, nein, keiner Spaß. Wer ist dafür, dass er hier bleibt? Damit haben wir abgestimmt. Jürgen, herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg bei den Kassel Huskies. Wir sehen dich gleich mit der gesamten Gruppe nochmal. Feiert schön weiter. Jürgen Rumrich!